Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist es soweit und mein Review zur Scream Staffel 2 ist jetzt raus, kann man sagen. Denn ich habe die zweite Staffel durchgeschaut und ja, die war jetzt mehr als die erste Staffel um 3 Folgen länger. Und das war auch interessant, der zweite Mörder war mal abgesehen davon, dass es jetzt eine erstmal sch richtig schlimm war, dass die ganzen, ja, also es fing an im Kino, wo das eine Mädel dann verarscht wurde und sie dann einige abgestochen hat, von denen sie verarscht wurde. Bis hin dann zu Halloween Special, also bis zur letzten Folge, da wo sich das Ganze offenbart hat und dann wieder einige festgenommen wurden, leider. Und ja, die dritte, also Scream ist jetzt abgesetzt worden. Es wird keine weitere Folge mehr geben, denn die dritte Staffel ist auch nur auf Englisch gemacht und das sind nur 6 Folgen. Und das war auch nicht wirklich das, was in der ersten und zweiten Staffel wirklich passiert ist, also so aussieht. Denn in der dritten Staffel ist wieder dieser Tod, also das Kostüm, der Tod, der aus der normalen Filmreihe raus ist und ja, die Serie ist, also die dritte Staffel ist schon nicht mehr interessant, kann man sagen. Aber sonst, die ersten 2 Staffeln waren super und ja, ich bedanke mich, dass diese Serie einfach mal super war. Denn ich hätte echt nicht gedacht, dass es eine interessante Serie sein kann, auch mal Horror und in einer ganzen 45 Minuten pro Folge zu sehen. Also ja, Respekt an diese Serie. Ja, und ich hoffe, es gibt noch irgendwelche anderen Serien, denn es gibt leider die Serie ja nicht mehr. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, welche Serien ich noch mal gucken sollte, reinschauen sollte, dann gebt mir ruhig Infos und ja, kommentiert das Video. Sonst, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.